Uns als Bierbrauer echt am Herzen. Es ist eine ganz wichtige Sache, für die wir auch stehen. Ich denke, es ist auch ein modernes Gesetz. Es wird ja viel diskutiert in letzter Zeit. Aber der Name des deutschen Bieres, des bayerischen Bieres und natürlich ganz vorne des fränkischen Bieres zeigt, wie modern es ist, dass jeder Verbraucher heutzutage weiß, was er vorgesetzt bekommt und ohne jegliche Experimente weiß, welche Qualität er hat. Und nicht umsonst hat das Bier auch schon einen guten Ruf weltweit. Und deswegen sind wir vehement dabei, dass es dabei bleibt. Es dürfen viele Experimente gemacht werden aus unserer Sicht, aber wenn jemand in Boston 4 Wochen einen Braukurs macht und dann mit Koriander und vielen Gewürzen was versucht, darf er das gerne, gibt es ganz tolle Ergebnisse auch, aber man muss es nicht unbedingt Bier nennen. Das ist unser Standpunkt und es gibt so viele Möglichkeiten, interessante Biere zu machen. Wir versuchen das ja auch mit unserer Biervielfalt, mit unserem Bier des Monats immer ganz interessante Dinge anzubieten. Und ich denke, das ist auch im Sinne des Verbrauchers, dass es da eine Vielfalt gibt. Ja, aber wir wollen natürlich uns dem Thema hier weiter widmen. Und zu unserem Bier, zu unserer Brauerei gehört natürlich auch können die Störche, die jetzt da oben auch nicht ganz so begeistert sind von dem Wetter. Aber wir sind stolz, dass sie wieder da sind. Sie brüten gerade. Wir haben schon durch die Kamera entdeckt, dass ca. 5 Eier drin liegen. Aber wir hoffen, dass das alles gut geht dieses Jahr wieder. Es gab ja schon auch schlechtere Jahre. Und hoffen, dass die uns auch wieder eine große Anzahl an Milchstörchen dann im Sommer natürlich wieder präsentieren können. Ganz herzlich begrüßen darf ich wieder ganz traditionell Gonzos Dixie-Kombo, die uns wieder heute begleiten wird. Wir müssen mal schauen, wie das dann, vielleicht spielen sie noch nachher noch innen im Sudhaus dann noch ein Ständchen, wenn es zu kalt wird, aber das ist immer ganz flexibel. Ja, das Bergbier, das erste Fass steht hier, ist jetzt schon fertig, wir waren schon fleißig. Die Brauer, möchte ich auch noch mal kurzes Lob an unsere Brauer, die die letzten Wochen den Kessel zum Glühen gebracht haben. Es reift und lagert jetzt schon seit längerem auch oben im Felsenkeller am Berg und wir sind auch immer ganz gespannt. Es sind ja Naturprodukte und jedes Jahr abwechselnde Bedingungen, auf die wir uns auch einstellen möchten und wollen und das wird auch immer ganz spannend, wie es dann wirklich schmeckt letztendlich. Ja, es ist Malz natürlich aus der eigenen Melzerei drin, ein extra dunkles, speziell für uns gemälzt natürlich und machen wir traditionell mit einem recht aufwendigen Zweimaischverfahren. Und ja, das ist uns ganz wichtig, weil es natürlich aufgrund der Stärke eines Festbiers dann eben auch wichtig ist, dass es auch sehr bekömmlich ist und eben auch entsprechend gut vergoren ist. Und das braucht eben auch seine Zeit. Alle unsere Biere werden immer unfiltriert. Ganz wichtig, dass eben auch diese Frische und die Vollmundigkeit drin bleibt. Es muss ja auch kein Jahr haltbar sein, es sollte es auch nicht und wird das Fass auch sicherlich relativ schnell weggehen. Stammwürze hat es wieder 13,8% und ein Alkoholgehalt von 6%. Also es ist schon kräftig und ja, die Anhänger wissen ja damit umzugehen. Das Bergweizen ist auch mittlerweile schon einen guten Ruf ereilt und es gibt es auch dieses Jahr wieder exklusiv am Helbekeller. Der Marc Raymond ist auch da, der das dieses Jahr wieder am Helbekeller ausschenken wird. Ist ja auch hat er auch viele Fans gefunden und die dann ganz gezielt auch beim Helbekeller sich da ein Bergweizen holen. Verstärkung gibt es auch wieder unser Biergulasch von unserem Küchenteam, nach altem Rezept handgemacht. Auch das gehört zu diesem Tag dazu. Ja, aber jetzt die spannende Frage: Wer zapft heute das Fass an? Wir haben ja da immer eine tolle Auswahl im Laufe der Jahre. Wir machen das ja schon über 20 Jahre und freue mich ganz besonders dieses Jahr, dass wir eine Dame heute endlich wieder mal haben und darf ganz herzlich begrüßen, Brigitte Korn, die heute das Vergnügen hat und mich hier unterstützt. Sie ist ja sozusagen eine alte Erlanger Rindfass, sie hat in Erlangen studiert,
hat dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in schon im Museum gearbeitet und dann eine kurze Auszeit, genau, war kurz dann mal weg in Nürnberg. Also erst in Bad Burgamberg habe ich mich schlau gemacht, genau, als dann auch Museumsleitung und dann später im Tempohaus in Nürnberg und dann jetzt endlich seit Sommer letzten Jahres wieder zurück in Erlangen und hat große Pläne hier mit unserem Stadtmuseum in der Altstadt, auch die Altstadt weiter zu beleben und hofft da auf neue Möglichkeiten auch und auf Erweiterung und Belebung und da arbeiten wir alle in der Altstadt dran, dass da wieder auch was passiert und wir das zusammen unterstützen können. Ja, ich gebe Ihnen einfach mal kurz das Mikrofon und dann, damit die Schlange nicht noch länger wird, müssen wir dann, glaube ich, irgendwann noch ansagen. Aber ich gebe Ihnen ganz kurz mal, dass Sie ein bisschen was gleich über das Museum sagen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie trotz des Wetters gekommen sind, um mir zuzuschauen bei meinem allerersten Fass, das ich offiziell anzapfen darf. Ich bin ziemlich nervös, aber Sie wissen ja, das Stadtmuseum ist nur einen Steinwurf weit entfernt und seit 4 Wochen komme ich jede Mittagspause und übe das Anzapfen. Jetzt schauen wir mal, ob es, und habe es natürlich dann hier auch gemeinsam mit anderen hier versucht zu lehren. Es war eine harte Arbeit, eine harte Vorbereitungszeit. Ich wohne allerdings, das hat jetzt der Herr Hasewald noch vergessen, schon seit über 25 Jahren in Erlangen. Ich bin die gültige Nürnbergerin und mein Herz schlägt für Erlangen. Und ich habe in diesem, ja, ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt schon da? Über 20 Jahre? Habe ich manches fast geholfen, selbst mit auszulehren zu machen. Ja. Wir haben in unserem Stadtmuseum eine kleine Bierabteilung, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und vielleicht gelingt es uns ja, den Stadtrat zu überzeugen, in einigen Jahren einen Neubau anstelle des Benoni-Hauses Richtung Altstädter Platz zu stellen. Und da wäre es natürlich dann schon an der Zeit, eine etwas größere Ausstellung zur Bierstadt Erlangen zu machen. Ich glaube aber, jetzt haben Sie von mir genügend gehört, ich sehe sehr viele durstige Gesichter und da muss man was dagegen tun. Okay.